Was ist 20 bitte? Na krass. Wow! Erste TT-Bike-Fahrt des Jahres 2024. Ich habe gestern die Schaltung geladen, 48 verschiedene Firmware-Updates gemacht für Kurbel, Schaltung und Umwerfer und ja, die Lüfte war sehr lang. Also ich habe einfach auf alles aktualisieren geklickt in der Shimano-App und ich hoffe, dass das reicht, dass ich jetzt hier ohne Vorkommnisse fahren kann. Wetter ist mega, es wäre schade, das auf der Rolle zu fahren. Deswegen habe ich hier alles rausgeholt und jetzt geht's gleich los. Okay, ich stehe wie immer hier am Eingang von meiner TT-Bike-Strecke. Es gibt jetzt so ein paar Minuten so ein Hochfahren. 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute. Und dann nochmal 10 Minuten Grundlage. Ich habe mir gerade überlegt, auf dem Weg hierher, ich habe erstmal gar keine Erwartungen. Also, erstmal wieder reinkommen. Wie fühlt sich das Fahrrad an? Wie ist das mit dem Wind? Geht es mit der Synchronized Shift hier alles? Wie fühlt sich das an auf den Aufliegern? Also erstmal ankommen, ja. No pressure, keine Erwartungen, nichts. Ja. Einfach erstmal nur fahren, sicher fahren, sich okay fühlen und dann sind wir weiter. Finde ich ein guter Plan. Übrigens, ich habe mir sogar, weil so viel Sonne ist, eine kleine Sonnencreme ins Gesicht gemacht, weil Sonnenschutz ist ganzjährig wichtig, wenn ihr keine Falten wollt. Oh, das war so gut. Es hat mega Spaß gemacht. Oh, Hammer. Also, wow! Wow! Oder um nicht zu sagen, wow! Mega! Mega! Ja, also, puh! Gut, also, es war ein schöner erster TT-Ride. Außerhalb, mein Garmin hat es leider nicht so ganz überlebt, weil die Halterung hätte vielleicht doch noch ein Schräuble gebraucht. Ich weiß zwar immer noch nicht wo, aber das sieht jetzt so aus. Schade. Aber ist ja klar, ich mache ja keine Saison, in der alle Geräte on point sind, in der alle Technik funktioniert, in der die Hardware keine Defekte hat. Also, es wäre ja schade, weil dann wäre ich ja gar nie mit den Kundenservices dieser Welt in Kontakt. ja, jetzt sind wir froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist, weil ich bin da nämlich 1:1 drüber gefahren. Das hätte auch richtig böse ausgehen können, noch auf die letzten 3 Meter. Nun gut. Training ist auf jeden Fall erledigt. Hier war mein Spickzettel, den kann ich wegschmeißen. Jetzt gibt es Recovery, Dusche und Füße hoch und dann bewege ich mich heute keinen Meter mehr. Hallo. Hallo. Und? Naja, sag mal so. Ich merke, dass ich gestern schon fahren war, dass ich heute schon laufen war und dass ich mit Robert fahre. Thank you.
machen jetzt zusammen eine kleine Radausfahrt. Wie lange fahren wir jetzt? Für Indoor einfach zu lange. Fahren draußen schönes Wetter. Ja, aber das ist nur 10 Minuten so. Und dann kann dann nicht wieder Graupel, ja. Regen, Winter, ja, Wind, halt Tornado, kalt. Und windig, gell? Also wir müssen jetzt beide, und das ist einfach richtig bitter, 2 Stunden fahren. Danke, Nine. Danke, Nine. Ich weiß, du liebst uns. Nee, deswegen. Das hat auch ein Ziel, aber ey, danke. Und es hätte einfach, ich meine, jetzt ist Mitte März, es hätte jetzt eine wunderschöne Draußenfahrt sein können. Wir hätten noch da nach Tübingen fahren können, wir hätten einen Kaffee trinken können, eine Zimtschnecke essen können. Aber nein, wir fahren jetzt indoor 2 Stunden zusammen. Wir haben beide eine Notfallbanane, wir haben beide Carbs, sehr viel Carbs und beide mäßig Bock. Viel Spaß. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Stoppen! Stoppen! Ich sag ja, geil, schon 50 Minuten. Und Schwarzer Bär sagt. Der sagt, oh Scheiße, noch über eine Stunde. Kaum Blaming, hä? Blaming im Internet. Naja, es sind halt unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Welt zu gucken. Oder auf den Trainingsplan. Immer groß zu sagen, ach komm, scheiß drauf, wen jucken 4 Minuten? Und die machen einfach ja auch nichts, wissen wir ja schon längst. Aber ich will nicht einknicken jetzt. Ich will nicht einknicken. Ich muss wieder meinen Kopf dazu bringen, dass man auch 4 Minuten noch durchzieht. Und ich finde, das ist indoor auf dem Rad nach einer langen, sorry, langweiligen Einheit echt am allerschwersten. Aber es wird belohnt. Also raff dich. Arschbacken zusammen und durch. Und während ich hier rede, sind es nur noch 2 Minuten. Oh Mann, ich bin auch so leicht auszutricksen, echt. Naja. Noch 100 Tage bis zum Challenge Rot. Yay! wann ist eigentlich das passiert? Wann ist eigentlich April geworden? Okay, es ist noch Ende März, aber es ist quasi April. Es sind noch 3 Monate. Alter, krass. Krass. Also, ich irgendwie. Der Februar war so kurz und der März war so lang und in zusammen waren die aber super schnell vorbei. Irgendwie hatte ich ja voll Bedenken mit dem Winter und weil der so lang ist und wie kommt man da so durch und so. Und jetzt ist der einfach vorbei, jetzt ist einfach Frühling. Also klar, heute ist kalt und so, aber es ist einfach Frühling jetzt. Oh, krass. Also ich komme nicht drauf klar, dass auf meiner App im Countdown jetzt einfach nicht mehr eine 3-stellige Zahl steht, sondern ab morgen steht da einfach eine 2-stellige Zahl, die einfach hart runterzählt. Ja, die 3-stellige Zahl hat auch runtergezählt, aber eine 2-stellige Zahl zählt schneller runter. Naja, also vielleicht mal so eine kurze Wasserstandsmeldung, wie es so läuft. An sich gut. Die gute Nachricht ist, ich habe wirklich kein Motivationsproblem. Wirklich nicht. Aber so insgesamt muss ich schon sagen, es fühlt sich wirklich sehr viel anders an als letztes Jahr. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie wenn man zweites Mal ein Kind kriegt. Ja, also nicht, dass ich jemals ein Kind gekriegt hätte.
Aber ich glaube, das ist so, man kann auch Triathlon, Langdistanz und ein Kind kriegen nicht vergleichen. Das ist mir schon auch alles klar. Aber so vom Prinzip, ja. Bei so einem ersten Kind, ja, da wird alles so voll, bei so einer ersten Schwangerschaft wird alles so voll genau angeguckt und gemacht und man gibt so voll viel rein und da werden Fotobücher gemacht und weiß ja, guck, was alles, ja. Und so ein zweites Kind ist halt so, ah ja, okay, schön, dass du da bist. Also, steile These jetzt, ja, wie gesagt, ich habe kein Kind, kein erstes und kein zweites, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt so ist, ja. Und so ist es jetzt auch so ein bisschen wie mit dem zweiten Mal nach Rot fahren. Also letztes Jahr war ich halt voll, ja, keine Ahnung, da gab es so viele erste Male und da wurde, habe ich auf so viel mehr Acht gegeben und mir voll viel Gedanken und Stress gemacht. Und jetzt ist halt so, ach so, 4 Kilometer sind auf dem Plan, ja, okay, kein Problem. Beim Schwimmen. Ja, oder, also da ist irgendwie, das ist alles schon so viel mehr ein Ablauf geworden und viel mehr eine Gewohnheit geworden. Und das hat ganz viel Gutes auch, weil ich mir über ganz viele Sachen einfach gar keine Gedanken mehr mache, sondern ich mache sie einfach. Aber das nimmt schon auch so ein bisschen den Zauber, das kann man schon sagen. Ja, genau. Ja, so ist das, der Zwischenstand, 100 Tage bis rot. Kurz und schmerzlos. Ich liege hier auch schon eine Weile auf der Couch. Ich sollte eigentlich Intervalle laufen gehen. Und ich habe schon eine halbe Stunde jetzt hier mit Chillen überzogen. Ist leider kein Chillen ohne Reue. Also ich müsste was machen. Und es wird nicht besser, weil es wird jetzt langsam dunkel und ich wollte eigentlich laufen gehen, während es noch hell ist und die Sonne scheint. Naja, man kennt's. Genau. Und auch, dass ich das hier aufnehme, ist eigentlich auch nur reine Prokrastination. Naja, sind wir ehrlich, so ist's. Genau, ich gehe aber jetzt. Ich ziehe das durch. Es ist nur noch 100 Tage, ich muss das jetzt machen. Ja, genau. Ja, 100 Tage. 100 Tage. Let's go. Okay, wow, ich habe es noch auf die Bahn geschafft. Das hätte ich. Naja, doch, hätte es mir schon zugetraut. Ehrlich kann man sein, aber es wurde echt mit jeder Minute schwerer. Wenn man bedenkt, dass ich das heute Morgen eigentlich schon machen wollte und dann mich da gedrückt habe, weil es geregnet hat. Was eigentlich auch gar kein Grund ist, um sich zu drücken. Aber manchmal ist der Wille stark und das Fleisch sehr schwach. Aber dafür bin ich jetzt im Sonnenuntergang hier auf der Bahn und da ist, hier ist gar nichts los jetzt. Richtig geil. Es sind Ferien. I like. Und ich laufe heute auch so eine richtig, richtig fiese Einheit. 20 mal 400. 20 mal! Ich meine 20, ja? Was ist 20 bitte? Also, da muss ich, glaube ich, jetzt echt richtig was tun. Ich glaube, vom Tempo her geht's. Mal gucken, was Körper und Beine und so machen. Aber der Kopf, 20 mal 400. 20. Einmal bin ich mit dem Robert hier gelaufen in der Marathonvorbereitung. Da hatten wir, glaube ich, 15 mal 400. Das war echt auch schon hart. Naja. Wer nach Rot will, muss auch 20 mal 400 machen. Okay, 7, ne, 6 habe ich geschafft. Jetzt kommt 7, es ist wirklich räudig. Alter. Oh. Einfach eine schlechte Radfahrerin. Was willst du eigentlich?
Was bildest du dir ein, wer du bist?